zahlreiche Ausstellungen an unserer Galerie zu den unterschiedlichsten Themen, finanziell und logistische Unterstützung von unzähligen lokalen Vereinsmanifestationen, ein jährlich Kulturreise ins Ausland und nach vieles mehr sind die Hauptaktivitäten von der Kirchner Kulturkommission. Kurz nach den letzten Gemengewahlen hat die neu formierte Kommission unter dem Impuls von ihrem Präsidenten Guy Scholtes die Idee von einem Kulturfestival lanciert, erschafft seit 2 Jahren darum, für das umzusetzen, wenn Milo Geschwinn mit dem obligaten Durchschneiden vom Tricolor-Bändchen offiziell starten. Die Idee von Cookie komplementiert offen von der Kulturkommission an als eine substanzielle Bereicherung vom Kulturkalender von der Gemeinde Kirchlen. Hier hat Schiederin, die kreativ und manuell talentiert ist, die Möglichkeit, sein Kunstwerke, sein Schaffen, einem großen Publikum vorzustellen. Der Cookie riecht sich nicht nur um als Lokalkünstler, sondern auch Schiederin, die mitmachen will. So könnt ein kritisches Maß von Ausstellern zusammen, die ihr braucht für die Aufmerksamkeit auf den Cookie weit über die Gemeindegrenzen raus zu kriegen und erfolgreich zu sein. Schlussendlich hängt ein Erfolg aber von dem auf, was die Künstlergemeinschaft dem Publikum anzubieten hat. Und wenn ich schlecht von den Ausstellern gucke, bin ich ganz zuversichtlich für die erste Oblo vom Kulturfestival Kirchlen. Das ist der nächste Cookie hier zu Kirchlen. Also Kunst- und Kulturfestival, da haben wir noch Cookie genannt. An der Straße von Kirchlen, Altkirchlen, Brot und Herregas, wie das heißt, haben wir das Zelt heute abgerissen. 96 Künstler haben sich für dich hier zu Kirchlen gemeldet, das ist wirklich nicht schlecht. Für die erste Kirche sollte es auseinander, aber wir rechnen mal mit 50 bis 60 Leuten, Künstler. Dann haben wir gut geschafft. Und tut das eh gefehlt. Für einen Moment hat man den Ball 100. Das waren dann 99. Und mittlerweile habe ich da 2 oder 3 aufgemeldet, ich krank oder so, das könnte ich mal 4. Und heute sind wir für 96, die hier ausstellen. Für die erste Kirche, die wir zu Köln sind. Merci und Künstler für den Appell, den er nur gelöscht hat. Und dass er kommen sieht, dass er heute zu Köln dabei sieht. Für uns ist das ein Neuer, dass ihr kommt. Merci mal für alle, die kommen sieht. Die Idee der Herren Sterne. Wir hatten für 2,5 Jahre Riedseck an der Kulturkommission der Gäste anders und sich der Motto von der ganzen Geschichte. Die war auf Ausstellungen, die war zu Walfer, die war zu Erdlinz da gucken. Und aus denen Bibel in eine Sitzung kommt von heute, die gesagt, Junge, am Mädchen, das müssen wir auch machen. Wir waren am Anfang gar nicht amused, wenn sie mal da kommen, weil wir wussten, dass viel lebe ich das. Und wir waren ein bisschen skeptisch bei der ganzen Geschichte. Mit den, von denen den anderen kennen, haben wir keine geleiert, von denen sie ein bisschen Bass hört. Und der weiß, was er will, und den hat er wirklich gut exposiert. Du machst spätestens April 2013 gesagt, okay, das können wir mal probieren. Wir mussten aus euch das Land kulturell besser verkaufen. Der Minister hat das schon einmal gesagt, dass wir uns für ein bisschen selber für euch zu sehen. Aber eben am Cookie 2015 suchen wir dafür. Wir suchen dafür, dass in Zukunft unsere Westen ein bisschen mehr bekannt wird. Wir wollen gucken, dass wir mehr regional Ideen können durchsetzen, Feste können organisieren, nur kein Dippefest. Wir sind natürlich nicht als ein Dippefest, wir sind natürlich als ein Art Standbein für unsere Litzebäuer Künstler und Ausländerkünstler. Da muss ich auch so eine Plattform zu bieten, dass sie können ausstellen. Wir sind dafür ganz froh,
dass man Künstler sich von Brüssel angereist, ob die heute Künstler sind aus Sachsen, aus Deutschland angereist, auf dem Bodensee. Und das fand ich wirklich super, dass sie noch als Partner gemengt, die haben sich natürlich gelöst, für heute, den 2. Mai, zu Kiel und heute weiterzusehen. Dafür mein ganz höchster Respekt. Ja, wir stehen hier im neuen regionalen Park 3 von der Gemeinde Kirlen. Der Park 3 verbindet die Leute, alle gut, die sollen mit dem Autobus über die 262 in die Stadt fahren. Wirken, dass wir an der Gemeinde ein immenses Problem haben, ein Parkproblem haben. Der Gemeinderat hat kurzfristig dezidiert, für ein Jahr für so Park 3 anzurichten. Wir hatten noch die richtige Terrain zur Verfügung. Wir haben mit der Poe Schosse geschwärt, mit dem Wasserwirtschaftsamt. Da haben wir eine Rückhaltung gemacht. Die Poe Schosse hat es ein bisschen forciert, hier zu machen. Denn es ist nicht gegangen, es ist die ganze Zeit verursacht, weil das eine Planung ist, dass die andere Seite in die größere City kommen, die auch da soll hier ausschütten, an den Chemin Repris von der Poe Schosse. Das Parkplatz, also Park 3, den soll ungefähr 434 Autos durchziehen. Des Weiteren sind vier handicapierte Plätze geplant und geht auch nach Bornen aufgerichtet, dass die Leute elektrisch können die Auto nutzen, die mit einem elektrischen Auto kommen. Du hast aber noch nicht die richtige Lösung gefunden. Wir warten dann noch immer auf Innovos, die sollen dann zusammenarbeiten mit der Post und auch mit anderen Administrationen ein einheitliches System entwickeln, dass die Leute dadurch können, richtig bezahlen. Den Park, der wird weggeweiht gehen am Juli. Wir hoffen darauf, dass ganz viel benutzt wird. Und das auch durch für Leute, die nicht in der Gemeinde sind, die aber wollen durch den Schnelltransport an die Stadt, auf die Kirchbirch zum Beispiel, an der Charlie Square, für eine Medien schnell aus der 226, das ist eine Verbindung, die man auf Drängen von Schäferrot von der Demo der Zeit beim Ministerium durchgesetzt hat, den unwahrscheinlich gut besichtigt ist. Die ganz viel profitiert, geht für alle halbe Stunde für den Bus von hier von Kirlen, von Kiesburg, die wir Kirlen auf Kopplisch, auf der Brittel, an die Städte ran, sodass ich kann so und dass ich dann 20 Minuten auf der Destination, von der sie gerne hat, sie wird, wie sie auf Gär auffuhren, dann muss ich nicht rumklammern. Bon, wir gehen davon aus, dass wir wirklich den Tag, wo wir die Aufweihung haben, alles auch ganz fertig haben. Als Junge von der Gemeinde sind am gerne Plantationen hier unter dem Mund zu legen. Das heißt, wir sind in einem fortgeschrittenen Stadium, sodass wir auch schon könnten davon profitieren. Leute, was ein bisschen noch fehlt, das sind Signalisationen, aber die werden dann diese Woche noch fertiggestellt gehen. Hier stehen wir für einen weiteren großen Chantier von der Gemeinde Kirlen, das ist die neue Kaserne für ein Pömschen. Bekanntlicherweise hat schon ein Pömschen eine Fusion gemacht, die vier Chore sind endlich zusammengefunden und die haben ihnen versprochen gehabt, als Responsabel, wir geben ihnen dann neue Kaserne bauen. Der Wunsch, der geht auch an Erfüllung. Wir werden sie am Oktober, ich rechne Oktober, November, wird der Minister kommen, für hier den letzten Segen zu gehen. Und als Pömschen, die werden ganz begeistert sein. Auch sie sind ganz interessiert, sie schaffen ganz eifrig mit. Am Moment sind wir am Gängen, Beden zu machen. Nächste Woche wird ein Job kommen. Die Fassade ist dann am Umlauf. Und für die zweite Haltestelle, das heißt, der Congé Kollektiv, werden wir am Ustrach. Die Ustrach garantieren, das ist dann der Schlüssel, dass wir rechnen, dass wir Ende September geht ganz fertig mit dem Chantier. Der Chantier ist übrigens ganz, ganz rapid vorgegangen. Vor allem hat man ganz gute Handwerksleute erwischt. Wir sind noch ganz froh darüber, dass wir so gute Leute hatten. Wir sind noch ganz zufrieden über den Vorgang. Wie gesagt, also wir erwarten dann Ende Oktober, Anfang November, erwarten wir dann den Minister hier. Wir können die Kaserne hier Bestimmungen komplett übergehen und damit eine neue Lebensqualität für das Bürger von der Gemeinde zu garantieren. Ja, hier stehen wir dann an einer neuen Kaserne. An dem Raum, hier, wo wir hier sind, wird ein Kamion stationiert gehen. Insgesamt sind es für vier Gefährer, zwei Kamionen und zwei Kamionetten. Um den ersten Stock sind alle die technischen Installationen. Und zweiten Stock ist ein großer Versammlungsraum. Die vier sind also einfach für die Ausbildung von einer Jurid-Pumpe, respektive von einer Pumpe 4 zu treiben, wo können Kuren aufgehalten gehen und wo am Fungehol auch Doppeltalsraum ist für die Leute, die an der Permanenz sind. Ja, wir stehen hier beim Jugendhaus zu Kirlen.
Ich stehe zusammen mit Sarah. Sarah ist responsabel vom Jugendhaus zu Kehlen, von der Gemeinde Kehlen. Heute ist der nationalen Tag von den Jugendhäusern. Überall am Land sind Porto-Werten an den verschiedenen Jugendhäusern. Du hast heute ein spezielles Affäre gelöst. Heute ist ein bisschen Action am Hintergrund, wie gesagt. Was genau dir heute proposiert für diesen Tag? Also für diesen Tag ist wichtig, dass die Leute wissen, dass das Jugendhaus wirklich für Jugendliche von 12 bis 26 Jahren alles. Die können auch hinkommen und heute mal ist evaluiert eben am Kader von einem Projekt. Das Projekt heißt Projekt Kulturell. Für die Junker ein bisschen Suchen zu verdienen, für eben ihre Reise zu finanzieren. Eben. Und dafür kommen dann die Leute heute ihren Auto waschen und dann engens können sie ein bisschen eine Tour durch das Jugendhaus machen, für ein bisschen zu sehen, was wir da machen, was wir da proposieren, was für Aktivitäten wir dann haben. Voilà. Das ist eine gute Idee, für ein bisschen so Beitrag selber beizusteuern. Wo geht es dann hin? Das ist eine Woche vielleicht interessant. Wir fahren an Algarve, von Portugal, vom 25. Mai bis zum 30. Mai. Das ist 50. Ja, wir haben uns das gut evaluiert und die Jungs sind ganz froh darüber, dass es an mir geht. Ich sehe, dass auch viele Leute hier am Ansatz sind. Wie viele Autos haben dann die Haut so den Geburts gehen, es waren ein paar angemeldet, ich meine, es sind aber mehr, die kommen. Ne? Ja, es waren da vier angemeldet am großen Ganzen. Und mittlerweile sind wir schon bei 7 oder 8, ich weiß es schon nicht mehr. Wir sind ganz froh darüber, weil da können die Jungen auch ein bisschen mehr Suche verdienen und das ist eine gute Sache. Ja, Samstag ist immer so ein bisschen der Butzerschaftag daheim und ja, das zählt im Prinzip auch für den Auto. Und da habe ich gedacht, ja, müssen wir im Auto auch mal an Fest gehen, für ein bisschen Salz wegzumachen und so weiter und so fort. Zu mal Plöse in andere Tage im Truppen. Aber immer kommen wir als Großtauten, das Hotel zu mir. So, Papa, lässt du mal am Jucki, du meinst ein Autobutz von Bausen. Auch von Bannen. Auch ich dachte, das ist interessant. Da brauche ich den Staub so nicht zu machen. Und, ja, da ging ich in Hajova und ich bin gespannt, ob das klappt. Ich bin überzeugt, dass es klappt. Ich fand den Preis formidabel. Und ich fand die Initiative auch immens. Ich hoffe, dass sie den Menschen erfüllen können. Du hast auch in nächster Zeit nach anderen Projekten, die da geplant wird. Was könnt ihr, was ist für wichtig dabei, für die Leute zu wissen im Moment? Im Moment sind wir am Gang das Projekt nicht kulturell, natürlich, das haben wir schon, ökologisch zu machen. Das heißt, ein bisschen die Jungen auf die Umwelt aufmerksam zu machen und ein bisschen kreativ zu sein und zum Beispiel nicht einmal alles kaufen. Wir zum Beispiel mal so Kuschen mit Paletten, wir haben schon davon gemacht, wir haben eine Pubel de Triage davon gemacht, also das ist wirklich ganz flott. Und ich meine, das ist das, was die Jungen von heute müssen mit auf den Weg holen für in Zukunft. Dass das ein bisschen besser geht. Ja, und eine Aktivität haben wir die Sommerstagen, wo medischer Stage gemacht wird von einer Woche, wo wir da wahrscheinlich Bauernhof machen und ein Self-Defense kommen. Und dann haben wir auch noch 3D-Schwellustour, wo durch ganz Land geht. Und wir haben noch eine Graffiti-Stage, die auch eine Woche ist. Ganz flott. Das ist dann am Kader von den Sommeraktivitäten. Ja, genau. Wie ist es, wenn Ihnen interessiert, wie funktioniert das für sich anzumelden? Wo können Sie sich informieren? Wie geht das? Das steht natürlich alles an Bord. Und wir machen noch ein Carnet de Vacances für alle Jungen von 12 bis 18 Jahren hier auf der Gemeinde. Das ist die Kinder, die mit der Post geschickt. Und da stehen alle Informationen, wie das aufläuft. Und natürlich auch Nummern, wo sie können mich erreichen oder uns erreichen, respektive, für sich anzumelden. Und natürlich immer an das Jugendhaus kommen. Und ja, also wir sind immer da von 2 bis 8 Uhr, also immer all Tag ab. Alltag, auch den Weekend? Nein, Weekends nicht. Sonntag wollen wir ein bisschen schlafen. Wir Samstag also von 2 bis 6, 7 Uhr ab.